Also so die letzten Wochen war es die Vorbereitung schon sehr anstrengend. Da ist es dann für mich oft so, dass ich mir denke, jetzt kann es endlich losgehen, wann ist es endlich soweit? Und ja, so war es dann eben auch. Aber es war natürlich auch so der Respekt vor den klimatischen Bedingungen mit dabei. Aber die Vorfreude war natürlich riesig. Also die war mehr wie der Respekt vor der Strecke. Und ich habe mich gefreut, wie man endlich hier war, wie es losgeht. Und ja, endlich das zu sehen, was man im Vorfeld auch schon immer gehört hat, dass man das auch wirklich dann mal live erlebt. Das war was Besonderes für mich. Ja, also gerade so das Ankommen im Olympischen Dorf war halt was ganz Besonderes. Wir hatten den ersten Eindruck, das zu sehen, also die ganzen Häuser eben mit den ganzen Flaggen und es sind immer irgendwo Sportler unterwegs, die gerade ihr Training machen, die sich nochmal bewegen, nochmal ein bisschen entspannen. Also es ist ein ganz tolles Klima dort, ja. Ja, so wie ich angefangen habe zu laufen, hatte ich zwar auch eben immer meine Ziele und die sind natürlich immer gewachsen, aber dass es zu Olympia gehen konnte, war für mich nicht vorstellbar, dass das zu machen ist. Ich hätte da noch was. Das Wochenende ist hier in der Regensburg Challenge und wir sind nicht allein. Und ich stelle jetzt einfach mal an die Frage an das Publikum hinter mir. Könnt ihr uns helfen? Jetzt genau im Zeitplan, aber schaut schon sehr gequält aus. Mal schauen, ich glaube, das Klima bringt sie echt an die Grenzen, aber mal schauen, wie es jetzt dann weitergeht. Also ab 30 Kilometer habe ich jeden Kilometer dann gezählt und war dann froh, wo ich jeden Meter weiter bin. Und ja, aber ich glaube, es ging allen so. Es mussten alle kämpfen und überraschenderweise habe ich dann noch ein paar eingeholt und das hat mir dann gut getan. Und ich wusste, ich komme noch voran, ich komme dem Ziel näher. Und hier so auf die Zielgerade einzulaufen, war großartig, ganz toll. Ich freue mich so, dass der Marathon so gut geklappt hat und jetzt kann ich die Zeit hier in Rio noch genießen und dann freue ich mich auch wieder auf zu Hause.